Ja, also nicht unbedingt, weil ich das Spiel kenne, bin ich etwas ungestüm. Sondern weil ich immer drauf losrenne. Das mache ich halt immer so. Das ist auch bei den... Hallo, Eimer. Danke, dass du mir die CD wiedergebracht hast. Was wollte ich gerade sagen? Ja, ja. Das ist auch bei dem Spiel, bei dem Alien-Spiel, was ich habe, oder bei den Alien-Spielen, die ich habe, ist das auch so. Da, ich weiß auch nicht, da renne ich. Ich renne immer irgendwo los. Renne meistens in die Feinde rein. Oh. Aber wie ihr wisst, gehört das natürlich total zu meiner Taktik. Bin ich jetzt hier richtig? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin falsch. Oder ich habe was vergessen oder so. Nee, da war ich ja gerade. Ach ja, hier war ja gerade Alma, ne? Hat sie uns das Ding hier aufgemacht? Geronimo! Voll cool, die Suppe hier. Situation. Achso, Intervall 3. Eskalation. Schwerer Widerstand. Situation. Der 4-Einsatzagent hat eine zweite Replikantenkompanie angegriffen und die feindlichen Streitkräfte ins Chaos gestürzt. Juhu! SSEGD-Teams bereiten den Angriff auf das Hauptquartier von Armecam vor. Die Stärke des Feindes ist momentan unbekannt. Die in Urban gefunden... Ja, ich habe mit sowas immer ein bisschen teilweise Ausspracheprobleme. Also den Urban, ne? Ja. Gefundene Leiche wurde eindeutig als Charles Hebbiger identifiziert. Ein Forscher bei Armecam. Mission. Primäres Ziel bleibt die Eliminierung von Paxton Vettel. Und zwar das ganze Spiel über. Sekundäres Ziel ist, das Missionsziel des Feindes in dem Gebiet zu ermitteln. Mhm. Ach so, hier, hier seht ihr dieses Bild von Paxton Vettel hier daneben, neben dieser Erklärung hier. Das sieht seltsam aus, ne? Als wäre er überrascht, warum so beim Fotografieren. Hat sich gerade umgedreht und dann lächle mal. Und er so, hä? Ah, sieht lustig aus. Das musste jetzt einfach mal sein. Schon was von Jankowski? Nein, aber ich habe menschliche Überreste gefunden. Ohne Labor nicht zu identifizieren. Das kann er nicht sein. Seine vitalen Werte sind etwas ungewöhnlich, aber er lebt definitiv. Er muss dort irgendwo sein. Ich sehe mich weiter um. Ja, ich mich auch. So. Beim nächsten Stoppen der des Aufnahmeprogramms mache ich auch erstmal einen Cut. Weil wie gesagt, ich muss ja nochmal weg. Ich muss weg jetzt dann. Urlaub und so, ne? Juhu! Ich habe hier seinen Schatten gesehen. Er hat es nicht kommen sehen, kann ich euch sagen. Er hat also nicht gelitten. Ihr braucht euch also keine Gedanken zu machen. Plupp war die Leiche wieder weg. Was ist das da oben? Ist das eine Zange? Was? You can open up to me. Dann wird es wohl eine Zange sein. August? Wer hängt sich denn so eine Kalender ins Büro? Ja! Was? Longshoreman Digest. Was steht dort unten? Old Time Trapper. Und
Irgendwas through the Wangles oder so. Run through the Wangles oder sowas ähnliches. Und wer ist das? Einer der Programmierer? Man weiß es nicht. Huch. So. Ach hier, den hatten wir auch. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also für mich lange, für euch. Na gut, vielleicht auch. Es sei denn, ihr habt jetzt erst angefangen, meine 4 Let's Plays zu gucken. Und habt es hintereinander gesehen, dann wahrscheinlich nicht. Aber für mich ist das ja, im April war das. Und jetzt haben wir, also Ende April und jetzt haben wir Ende Juli. Das ist ja mal. Vor 3 Monaten das letzte Mal diesen Arbeitsplan gesehen. Die haben teilweise ganz moderate Arbeitszeiten. Ach nee, nee, der hier zum Beispiel gerade hier nicht am Dienstag. Von 2 Uhr früh bis 3 Uhr Nachmittag. Nee, das will ich auch nicht. Nee, das will ich auch nicht. Ah, ich drücke mal auf die 2. Ich drücke mal auf falsch. Du kannst doch nicht einfach dorthin rennen, so blind, wenn hier was Offenes ist. Ja, ich weiß, wenn dort was... Aber wenn dort was gewesen wäre, dann hätte er das schon längst auf mich geschossen. Sie hat Angst vor Ihnen. Vor wem? Vor den Replikanten oder vor mir? Tu doch niemandem was. Ich beiße nicht. Immer. Point. Und gleich nochmal schnell speichern hinterher. Da war doch aber noch irgendwas. Boah, ich höre gerade meine Freunde. Ach ja, nee. Das ist hier so verwinkelt. Hier geht's nämlich auch lang. Es geht da lang und hier lang. Und so geht's auch nochmal lang. Es ist eigentlich letztendlich ganz egal. Ganz egal, wo wir jetzt lang gehen. Wir kommen trotzdem immer wieder dort raus. Wo gerade meine Freunde gequatscht haben. Juhu, ich bin wieder da. Ich sehe euch. Und wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich hoffe, ich springe jetzt mich nicht gleich in die Luft. Voll die Spielverderber. Oh, wieso zieht hier? Ich bin drauf und zieht das Ding von mir weg. Wieso? Ich muss nicht weglaufen. Das ist so cool. Ich habe mal kurz hier gegen gehaucht. Gegen ihn ist schon wieder tot. Da hat jemand geschossen. Hund. Ich sehe schon die Hardcore-Shooter von euch. Hände am Kopf vorm PC sitzen und sich fragen, oh mein Gott, wieso spielt das? Und ich sage, weil es mir Spaß macht, darum spiele ich das. Ach, herrlich. So geil. Mir geht's gut, den anderen wohl nicht so, nicht mehr so. Freitagabend? Jo, klar. Hier hängt schon wieder so ein blöder Kalender. Entschuldigung, aber irgendwie... Der ist doch recht stupide, oder? So einfallslos, so lieblos. Oder? Hab ich hier unten... Oh, jetzt wurden wir verletzt.